Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal mal live. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt so alles klappt. Ich war hier, ja, so, ja, da kommen schon die ersten Beiträge rein. Ich versuche jetzt mal, bis einige Leute da sind. Wo fährst du also? Heute fahre ich erstmal noch gar nicht. Ich wollte eigentlich heute, wenn viele kommen, es kommen gleich 26, sind schon da. Ich warte noch, bis ein paar mehr sind. Ich habe ja Werbung gemacht, dass ich heute live gehe. Mir ist ja was passiert, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, überall, dass ich ja gehackt wurde. Ich habe keinen Zugriff mehr auf meine Konten. Und deswegen wollte ich mal so ein bisschen Stand der Dinge, Stand der Lage euch so ein bisschen mitteilen. Und ihr könnt hier bei TikTok, glaube ich, sogar euch live dazuschalten und so. Ich muss erstmal selber gucken, wie das alles funktioniert. Ich bin jetzt hier mit einem Laptop hier auch dran, aber ich wollte eigentlich, dass ich mich hier auch sehe und dann besser ablesen kann, um euch eure Fragen zu beantworten. Weil das ist ganz klein, da unten steht Hallo, Mallo und was weiß ich hier. Geduldet euch so ein bisschen in der Zeit, gucken wir mal, jetzt sind schon 61 Leute drin, 70, vielleicht kommen die anderen jetzt auch hier, Trendspotter zum Beispiel, den kenne ich hier alles, die sind alles von Instagram, schön, dass ihr alle da seid, der Jeffrey, mein Mod, müsste eigentlich auch da sein, ja, der kann auch vielleicht so ein paar Sachen euch übernehmen, nicht so viele Fragen auf einmal stellen, ich schalte dann auch ein paar Leute frei, dann können wir direkt eins zu eins auch sehen. Ich versuche in der Zeit, schaut trotzdem noch weiter, bis die anderen auch alle kommen. Ihr seht ja, könnt ihr mich dann alle auch hören? Ich denke mal schon, ich habe jetzt hier diese iPods. Euch kann ich ja noch nicht hören, weil ja noch keiner da ist. Ne? Aber ich habe das Mikrofon jetzt hier drüber laufen. Ich denke mal, meinem Arbeitskollegen ist das auch passiert, sagt einer. Ja, Leute, das ist wirklich ganz, ganz blöd. Ich guck mal, ob ich mich jetzt hier irgendwie finde, aber so für diejenigen, die jetzt schon mal da sind. Okay, sind jetzt wieder ein paar abgesprungen. So, fangen wir mal an. Was sagt der Jeffrey denn? Zum gemeinsamen Live einladen. Genau. Ach, Jeffrey, soll ich dich mit einladen? Okay, ich lade den Jeffrey mal ein. Mal gucken, ob der annimmt. Dann sehen wir den mal, wenn er das meint. So. Es kommen hier irgendwelche Blumen und so angeflogen. Keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, das ist ein Dankeschön-Zeichen oder so. Ja. So. Dann fangen wir mal offiziell an. Egal, wie viele jetzt da sind. Gute Verknüpfung und so. Ja, alles ist gut. Verbindung ist gut. Alles ist gut. Ach, der Maurice ist auch da. Das war's dann wohl mit. Ja, für letztes Jahr ist ja schon vorbei, wir sind im neuen Jahr 2. Warum soll es das gewesen sein, Maurice? Die 9000, die 4, ne, 97.100, die habe ich ja immer noch. So, ich fange mal einfach von vorne an. Wenn ihr mir jetzt da unten nicht, die Blumen sind Spenden, sagt der eine gerade. Oh, Dankeschön. Kann ich jetzt gut gebrauchen? Im Moment habe ich ja keine Einnahmen mehr. So, versucht jetzt mal im Moment nicht so viel zu schreiben. Dann kann ich mich erstmal auf das, was ich überhaupt loswerden wollte, mich beschränken. Und dann können wir Fragen und sowas alles. Vielleicht könnt ihr auch mal live mit. Hat ein Live-Video geteilt. Okay, ihr teilt schon. Sehr schön. Okay, jetzt sind wieder viele abgehauen. Ich weiß nicht, für 25 Leute. Aber egal, auch wenn nur 25 Leute das wissen, ihr könnt das dann ja auch weitererzählen. Die Dinger kann ich wohl abmachen, denke ich mal. Weil im Moment ist ja alles okay. Ich brauche ja nur ablesen. So, ich denke mal, ihr könnt mich auch hören. Also, es war so. Eines Abends, das war der Donnerstag. Mittwoch sogar. Mittwochabend, ich liege im Bett. So 23 Uhr auf einmal. Ich kriege eine Nachricht hier über das Handy. Ne? Jemand in der Nähe aus Italien versucht sich in ihrem Google-Account anzumelden. Sind sie das? Ich? Nein. Ne? Dann habe ich gedacht, oh, wer versucht sich denn da jetzt anzumelden? Aber nichts weiter gedacht, weil ich eine Serie am Gucken war.
Nächsten Abend, fast auch gleiche Uhrzeit. Also das war der Donnerstag. Müsste Donnerstag gewesen sein, genau. Donnerstag, ich gucke wieder das Gleiche. Wollen Sie sich anmelden? Schauen Sie in Ihrem Google-Account irgendwas, fremde Aktivitäten. Ne? Ich Handy zur Seite gepackt, gehe an meinem PC dran. Der PC ist jetzt im Moment auch aus. Ich habe direkt Internetkabel raus. Der hat jetzt keine Verbindung. Wer weiß, vielleicht ist da ein Virus jetzt auch in dem Computer und sowas drin. Heute kommt ein Techniker. Wir gucken uns das mal an, ob da tatsächlich ein Virus ist. Aber ich mache mal weiter. Ich habe da eingegeben mein Google-Konto, ne? Google-Konto. Zack, war es auch da. Original, Leute. Normalerweise predige ich auch meinen Kindern und so alles, wenn irgendwelche fremde Links sind, so Sparkassen und so, die werden euch keine Links schicken. Bei PayPal passiert das oft, bei Amazon passiert das oft. Ne? Ihr werdet einfach aufgefordert, ja, es ist eine Sicherheitslücke, loggen Sie sich mal in Ihrem Account ein. Ne? Nie da draufklicken. Ne? Aber das habe ich immer gepredigt und ich mache aber bei mir auf meinem PC, wo ich mich immer, die Anmeldedaten sind, ich brauche nur mal einen Tastendruck und schon bin ich immer drin. Ne? Tatsächlich erschien auch vom Google das Ding und ich habe auch gar nicht gelesen, was ich da überhaupt anmelde. Da stand, wollen Sie sich anmelden, ne? Meine ich gesehen zu haben und ich drücke auf Ja. Was war? Da stand nicht mein Google-Account, ne? Also Kutscher Number One, sowas alles. Waren ganz fremd und da, die Frage hieß aber, wollen Sie Ihre E-Mail ändern? Ne? Woher soll ich das wissen? Ich gehe da drauf, ich sage, ich bin der Meinung, ich will mich anmelden, aber die Frage, wollen Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern, habe ich gar nicht registriert. Ne? Ich drücke da drauf, ich sage, ja, ich will mich anmelden. Daraufhin die zweite Verifizierung auf dem Handy, kriege ich auch eine Nachricht, wollen Sie sich wirklich anmelden, was ich immer bis jetzt gemacht habe. Wenn ich das so gemacht habe, habe ich immer auf Ja gedrückt und schon war ich immer drin. Aber da hieß die Frage, wollen Sie auch Ihre Telefonnummer ändern? Was eine Schweinerei, oder? Und ich sage, ja. So, wo ich das Ja angedrückt hatte, aus. Ab diesem Zeitpunkt war aus, weil ich habe dem Typ die Haustürschlüssel, also meinen Google-Schlüssel, übergeben mit eigenen Händen. Hier, hast du, kannst machen, was du willst. Ne? Und dann versuche ich mich dann natürlich wieder anzumelden. Auf einmal mein eigenes Google-Konto, dieses Konto existiert nicht mehr. Ich denke, hä? Was ist denn? Und dann ist mir erst der Groschen gefallen. Ich bin gehackt worden. Da habe ich auch sofort Internetkabel und so alles rausgezogen. Aber das Kind war schon mal in den Brunnen gefallen. Ja, konnte ich nichts mehr machen. Ist natürlich blöd, dumm gelaufen. Aber ihr müsstet mich mal fragen, in diesen Situationen, was mir alles so durch den Kopf ging, ich habe gezittert, ich war, ne, mit eigenen Händen. Aber der Link, wie hat er das gemacht? Wie hat er das alles organisiert? Innerhalb von ein paar Sekunden. Mein Sohn meint, das sind vielleicht irgendwelche so Bots, irgendwelche Roboter, die sagen, mach einfach ein neues Passwort, sehe ich da gerade. Leute, das wäre schön, wenn das nur mit einem Passwort. Der hat den kompletten Schlüssel. Also der hat mich sozusagen aus dem Haus geschmissen, aus dem Google-Account rausgeschmissen und Tür zugemacht. Da hilft kein Schlüssel mehr, da hilft kein PIN-Nummer mehr, da hilft gar nichts mehr. Er hat die volle Kontrolle gehabt. Innerhalb von ein paar Minuten hat er auf einmal meine Info, Kanalinfo, gelöscht, hat ein Video, ein Live-Video hochgeladen und sein Profilbild und Name geändert. Ne, daraus wusste ich dann sofort, oh Scheiße, jetzt ist nichts mehr zu machen. Der ist 24 Stunden mit dieser komischen Live-Sendung, was er da gehabt hatte, irgendwelche Bitcoin-Sachen, ist er dann live gegangen. Und somit hatte ich, und auf meinem Google-Konto sind die anderen drei Kanäle, der Busfahrschulkanal, der Fehling-Kanal und der Koch-Kanal, die hängen auch alle damit drin. Und dieses AdSense-Konto, wo ich ja diese Werbeeinnahmen bekomme, hängt auch alles mit diesem Google-Account zusammen. Somit war ich auf Null. Ne? Ja, am nächsten Tag, die ganze Nacht übrigens, habe ich dann versucht, Google anzuschreiben, ohne Erfolg. YouTube anzuschreiben, ohne Erfolg. Es gibt tatsächlich, wenn ihr solche Probleme habt, Leute, nirgendwo, wo man sich da mit denen eins zu eins denen schreiben kann. Ne? Gibt's einfach nicht. Immer nur irgendwelche Hilfen. Da steht dann, ja, machen Sie das, machen Sie das. So wie gerade auch ein paar gesagt haben,
wo die gesagt haben, ja, mal ändere PIN, ändere, wie soll ich denn meinen PIN und alles dann ändern, wenn ich da gar nicht mehr reinkomme? Ne? Wenn einer sagt, hier macht von deiner Wohnung die Fenster auf, ich muss erstmal in die Wohnung reinkommen, damit ich Fenster aufmachen kann. Aber ich habe den Schlüssel nicht mehr, also ich komme da nicht mehr rein. Ja, ich am nächsten Tag zur Polizei gegangen, habe denen das eine Anzeige gemacht gegen Unbekannt. Zwar wusste ich von vornherein, dass da nichts erfolgen wird. Hab dann weiterhin versucht, versucht, versucht. Dann mein Sohn sagte, geh doch mal bei Twitter auf YouTube-Hilfe oder YouTube-Hilfe. Ich muss mal gucken, wie der wirklich dann hieß. Die können dir helfen. Tatsächlich habe ich mich bei, ich habe einen Twitter-Account auch noch gehabt, zum Schluss habe ich eingegeben. Tatsächlich gab es da auch Menschen, habe denen gesagt, pass auf, so und so ist mir passiert, könnt ihr mir helfen? Wirklich. An diese Leute nochmal hier von YouTube, bei Twitter sind die übrigens. Ein Dankeschön darüber, dass ich endlich mal Menschen hatte, nicht irgendwelche Roboter, die irgendwelche vorgefertigten Antworten schicken. Den habe ich dann alles erzählt. Die haben gesagt, kein Problem, beruhig dich erstmal. Wir senden dir einen Link zu einem Mitarbeiter von YouTube. Ich sage, oh, okay, da war mir schon ein bisschen erleichtert. Dann kriege ich so eine E-Mail. Habe ich dann auch direkt nicht mit dem PC, der PC ist jetzt ja tot, den habe ich noch nicht an. Mit dem Laptop habe ich das mal angemacht. Und da waren dann eben halt diverse Fragen, wie ich heiße, geboren und irgendwelche Daten, Metadaten, wie der Kanal früher hieß, wie er jetzt hieß, irgendwelche ID-Nummern und Passwörter und alles Mögliche, was eben, damit die wissen, dass ich auch tatsächlich bin und meinen Schlüssel wieder haben möchte. Hab denen das geschickt, da stand dann ja wegen Weihnachten, das war auch noch Silvester, steht vor der Tür, das war Freitag, genau, abends war ja Silvester, bis Mittag haben die dann Zeit gehabt. Ne, das war Donnerstag. Den Tag habe ich erstmal ein bisschen, war ich dann beruhigt, dass ich jetzt das in Wege geleitet hatte. Dann habe ich ja auf Instagram und Facebook was hochgepostet, euch gebeten, dass ihr den Kanal meldet, ne? Damit YouTube mal aufwacht und ich sage, es sind so viele, die dann melden, was ist denn da los? Aber YouTube war auch am Schlafen. Alle waren am Schlafen. Warum? Wegen die Feiertage und und. Ja, am nächsten Tag, morgens sofort, kam ich auch eine E-Mail direkt von YouTube. Ich denke, oh, das ist gut. Aufgegangen. Dennis hieß der. Hallo Mehmet, wie fühlst du dich? Und wir wissen, das ist ärgerlich und bla bla bla. Diese Sachen wurden an deinem Account, wir haben festgestellt, dass du das tatsächlich bist und diese Sachen sind in deinem Account alles geändert worden. Dann war so eine Liste. Was hat der Typ gemacht? Am Anfang, wo er mir eben halt, wo ich ja gesagt hatte, der hat erstmal die erste E-Mail-Adresse, die Haupt-E-Mail-Adresse geändert. Dann hat er die zweite E-Mail-Adresse geändert. Damit ich, wenn ihr Passwort vergessen habt und dann sagt, dann schickt mir ein Mail an die zweite Mail oder so, damit ich das auch nicht kann, hat er auch geändert. Dann hat er seine eigene Telefonnummer gemacht, weil ihr wisst ja, bei zweifache Identifizierung, dann kriegt ihr auf dem Handy dann eben halt, bist du das auch, ne? Und dann hätte ich mich jetzt ja auch wieder machen können, hatte meine Nummer auch geändert zu seiner Nummer. Kanalname und Info und das alles, was ich auch schon wusste, hatte alles geändert. So, was kann man jetzt dagegen tun? Der Typ, danke auch an Dennis. Ich warte jetzt, dass es morgen wird und morgen habe ich vielleicht, hoffentlich, meinen Kanal wieder. Aber wir sind jetzt immer noch auf dem Samstagmorgen. Samstagmorgen, und da stand dann noch, was mich dann richtig beruhigt, deswegen auch bin ich ein bisschen froh darüber. Wir haben deinen Google-Account deaktiviert. Das heißt, der Typ, der ist jetzt auch eingeschaltet, der kommt jetzt auch nicht mehr auf meinen Kanälen, weil der hängt ja alles zusammen. Deswegen habt ihr vielleicht gesehen, auf den anderen Kanälen, da ist mein Logo einfach so durchgestrichen, weil man weiß jetzt nicht, die Video, das Gute daran ist, Leute, er hat nichts an den Videos angefasst, die anderen Kanäle hat er gar nicht angefasst. Ihm ging es tatsächlich darum, weil ich da eben 97.000 Abonnenten hatte, mit diesen Abonnentenzahlen Zuschauern, mit diesen Zuschauern seine Krypton-Geschichte da an den Mann zu bringen. Dem ging es wohl nur darum. Danach hat man auch nichts mehr von ihm dann gehört. Und der sagte, befolge diese Schritte. Der hat mir noch einen Link gegeben, mit dem Link habe ich dann eine Seite aufgemacht, da hieß Google-Konto wieder herstellen. Ne? Habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Unten stand dann,
mit deinem Account, also meinen früheren, anmelden und dann sind unten noch ein paar Fragen und die Fragen beantworten. Dann wäre ich, sind unten noch ein paar Fragen und die Fragen beantworten. Dann wäre ich drin gewesen. Also ich hätte Samstag schon meinen Account, alle Accounts wieder haben können. Aber ich Arsch, was mache ich? Habe ich natürlich auch wieder einen Fehler gemacht. Ich habe das geöffnet, habe ich auch hier. Da stand dann jemand, meld dich an. Ich Bekloppter, ja, muss ich jetzt sagen, ich kann mich jetzt echt, aber ich war so durcheinander auch. Und auch einerseits haben mir die Hände gezeigt, ich dachte, oh, gleich bin ich wieder drin, gleich habe ich wieder die Kontrolle darüber und so. Habe ich mich eingegeben, Kutscher Number One. Ne? Und ich habe nur, aus welchem Grund, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, einfach nur Kutscher Number One und Enter-Taste gedrückt. Und dann aber nicht gemerkt, dass da stand, und wenn man keine E-Mail-Adresse da eingibt, dann erscheint automatisch diese Gmail-Adresse. Habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, Gmail. Ne? Und ich sage ja, und somit habe ich, anstatt meinen alten Account wiederzubekommen, habe ich mir einen neuen Google-Account mit Gmail gemacht. Ja, dann war da unten natürlich nicht diese Fragen, die ich beantworten müsste, damit ich das wieder kriege. Nein, ich war wieder außer vor. Ja, und der Typ, der Dennis, der hat dann natürlich, das war dann so 10 Uhr, der ist dann nach Hause gegangen, zugemacht, weil ja Neujahr ist, ne, Silvester und so. Ja, und seitdem warte ich jetzt auf Samstag, gestern war nichts, Sonntag, natürlich meldet sich da keiner. Ich habe dem natürlich dann geschrieben, tut mir leid, ich habe da Mist gebaut, kannst du mir diesen Link nochmal schicken und sowas alles. Ich warte jetzt auf morgen. Und morgen werde ich dann hoffentlich diese Mail dann wiederbekommen und dann versuchen, richtig in richtige Reihenfolge alles zu machen, so dass ich wieder für euch da sein kann. Das ist meine Geschichte kurz und knapp erzählt. Es tut mir wirklich leid, dass ihr heute ohne Videos auskommen müsst. Aber die anderen Videos, ganz normal, wenn ihr auf Kochschule oder Busfahrschule euch einregt, tippt, ist zwar mein Logo nicht da, aber die Videos sind ja da, ihr könnt das noch weiterhin gucken. Aber natürlich keine neuen. Und ich hatte so schöne Videos gemacht. Auf Kochschule habe ich Künefer gemacht, so ein Dings. Ist schon hochgeladen gewesen, alles. Brauchte ich nur noch freigeben und schon hätte ich alles gehabt. So, jetzt versuche ich mal, wenn sich jemand live zu dieser Sache äußern möchte oder so, kann jetzt, den nehme ich auch an. Ich hoffe, keine Kinder und so, wenn ihr dazu was sagen könnt oder vielleicht ist euch das auch passiert, vielleicht wollt ihr das auch mit der ganzen Community teilen, könnt ihr jetzt gerne machen, dann nehme ich euch an. Und ansonsten gucke ich mal, was ihr jetzt so Fragen stellt. Ich habe mitbekommen, dass du gehackt wurdest, das tut mir leid. Ja, hoffen wir mal auch, dass ich das alles wiederbekomme. Wir haben volles Verständnis, sagt jemand, der Moderator, was sagt der? Genau, mein Moderator, der beantwortet schon ein paar Fragen, das ist sehr schön. Sebastian hat mir gerade etwas geschickt, Dankeschön, ist beigetreten, es kommen noch welche. Wie gesagt, wenn jemand live jetzt reinkommen möchte, der kann das eben halt machen. Ich bin das losgeworden, was ich, tut mir auch noch mal leid. Ja, Leute, Lara ist auch online gerade. Ja, sorry, wie gesagt, ging nicht. Was soll ich machen? Mir fehlen jetzt immer noch die Worte. Ich weiß auch nicht, gibt es etwas Neues in deinem Shop? Sehr schön, da hat einer gefragt, gibt es etwas in deinem Shop? Hier, von diesem Kalender habt ihr ja bestimmt schon gehört. Ja, hier sind ganz viele für 2022 ganz viele Busmodelle, alles hier drin. Die könnt ihr natürlich euch, die Shops, die sind natürlich alles da. Dann habe ich neue T-Shirts entworfen. Aber das ganz Neue ist das hier. Ja, was steht hier? Die schönsten Busse und hier an der Seite die Busse voller Fehlingflotte. Und es ist ein, hört ihr, ein richtig gutes, schönes Buch. Hier sind dann, okay, hier ist jetzt die erste Seite. Hier sind dann die ganzen Busse nochmal als Steckbrief, wie ihr sehen könnt, ja. Und natürlich dann auch noch so andere Busse, was ich fotografiert hatte, hier drin. 24 Seiten, alles hier
hier in diesem Buch. Das könnt ihr auch. Und ich habe jetzt Neujahrsrabatt auf den Fanshop 15% und auf Spreadshirt 22% 4 Tage lang. Also bis zum 4., bis Dienstag. Das ist Neues und das andere, das kennt ihr schon alles hier mit den ganzen Tassen und so. Das ist ja auch extra für euch, für die Fans. In welche Firma hast du also statt? In welche Firma? Fehlingreisen steht auch überall drauf. Hier in Werne und Bergkamen. Der Junge macht alleine Videos. Ach so, der Junge, der guckt jetzt bestimmt auch zu. Der macht eigene Videos, der möchte nicht mehr so, und der ist ja auch nicht mehr klein, der ist jetzt größer wie ich. So, habt ihr noch Fragen? Will keiner mal live dabei sein? Ganz gut. Hier ist Daniel. Okay, welcher Daniel war das? Keine Ahnung. Als Busfahrer fragt er gerade. Als Busfahrer kommt drauf an. Jetzt durch die Corona-Zeit haben wir natürlich ein bisschen weniger Aufträge als Reisebusfahrer und den Linienbusfahrer. NRW hat nicht so hohen Stundenlohn, 13,92 € oder so habe ich jetzt im Moment. Aber die aus Rheinland-Pfalz und so, die sind schon bei 17, 18 €, Leute. Also alle nach Rheinland-Pfalz. Nein, geht ja nicht. Ich bin ja von Rheinland-Pfalz hier rübergekommen. Geld ist nicht immer unbedingt das Wichtigste. Das muss Spaß machen. In der ganzen Firma muss es Spaß machen. Ja, alles drumherum. Ich fühle mich hängt hinter dir. Bild hängt hinter dir. Ach, der Daniel. Ach, der Daniel. Ja, sein Bild hängt hinter mir. Da hinten. Da. Warte mal. Oh, wo ist mein Finger? Da. Da müsste der sein. Das ist der Daniel, der jetzt gerade geschrieben hat. Wie gesagt, bei mir ist alles okay. Die Firma steht auch hinter mir. Ich darf mit den Bussen euch vorstellen. Alles ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Firma sagt, okay, du kannst ihr unsere Busse den Community vorstellen mit Kilometer und alles. Ja, wie gesagt, Geld ist nicht alles, aber so 1.700, 1.800, wenn man gute Stunden hat, kann man als Busfahrer verdienen. Ich freue mich auf neue Kochvideos. Ja, Schükran, neue Videos. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz frisch Künefe, Gadaif, kennst du bestimmt. Was, Setra hat die besten Reisebusse. Ja, das stimmt. Setra ist sehr gut. So, habt ihr noch Fragen zu dieser Heckgeschichte oder zum Shop? Oder Beruf Busfahrer. Ich hatte mir vorgenommen, eine Stunde online zu gehen, weil so Viertel nach eins kommt mein Techniker und hoffentlich ist der Computer auch nicht infiziert und so. Was sagte Schükran? Du bist du ja wieder. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe ganze Zeit gedacht, ich sehe mich ja selber. Wo soll ich wissen, dass ihr mich nicht seht? Für heute habe ich keine Zeit für Doppel-Live. Ah, der Jeffrey. Morgen, mein lieber Busfahrer. Ja, morgen. Gibt es ein Verschrottungsvideo von eurem Bus? Nein, den gibt es nicht, weil da müsste ich wieder nach Holland fahren. Die Busse, die gehen ja meistens nach Holland. Und da fehlt mir im Moment wirklich die Zeit, weil wir fahren im Moment echt für 2 Leute. Ne? Am Monatsende gibt es dann zwar viel Geld, aber wir sind auch tatsächlich unterwegs. Wenn jetzt so ein geteilter Dienst früher war, ne, 2 Stunden fahren, 4 Stunden Pause und dann nochmal 4 Stunden, da kamen wir zwar auf unsere 6 Stunden, aber haben dazwischen frei gehabt. Aber jetzt kompensieren wir das durch die fehlenden Mitarbeiter. Warum haben wir fehlende Mitarbeiter? Ja, Weihnachten, krank und sowas alles. Und da packen wir jetzt da, wo die Mitte nichts hatten, diese Pause, Dienste rein, was der andere Kollege hätte. Der Hort lädt dich ein zu einem gemeinsamen Treff. Ich nehme mal jetzt jemanden, ein Mädchen oder so. Vielleicht ist das nur ein Mädchen-Fake oder so. Wer ist das? Mal gucken. Du stehst auf dem Kopf, Irem, oder wie heißt du? Hi. Ist nur ein Bild? Nee, ah, jetzt bist du richtig. Hi, wie geht's? Also bis jetzt geht's mir gut, jetzt geht's mir besser, seitdem ich euch gesehen habe. Woher seid ihr? Was macht ihr? Seid ihr auch Alles. Busfahrerin? Jetzt sind sie wieder weg. Du kannst jetzt Gastanfragen erhalten. Oh, jetzt geht das sogar. Jetzt haben sich gerade so ein paar Mädels gemeldet, aber keine Ahnung, wer das war. Jetzt sind sie wieder weg. Und Mehmet macht sich wieder. Was ist dein
Oh, was war da mit Kindheit? Warte, warte. War dein Kindheitstraum Busfahrer? Nicht Busfahrer, aber mit Mechanik und so. Ich bin auch Kfz-Mechaniker geworden. Früher habe ich auch immer oh, kleine Matchbox-Autos auseinandergenommen, zusammengebaut, Räder ran, Räder raus und bin tatsächlich auch Busfahrer, sage ich schon. Kfz-Mechaniker geworden, Abschluss gemacht und so. Und hängt ja auch alles mit Busfahren. Und irgendwie bin ich dann Busfahrer eben halt geworden. Der Raffa 328, der schickt mir Bälle, Eis, Gewichte, Fußball, alles Mögliche. Dankeschön. So, was habt ihr noch? Kannst du die Wupsi? Ah, Wupsi, warte, warte, dazu kann ich euch was sagen. Ich war letzte Woche, habe ich meinen Vater besucht, da habe ich Dings aufgenommen. Leverkusen Busbahnhof. Und da waren ganz viele Wupsi-Busse. Da habe ich mich schon gefragt, Wupsi, wer ist das? Was ist das? Das sollte eigentlich in 3 Wochen online kommen. Ne? Freue dich darauf. Da für über Wupsi und Leverkusen habe ich ein Video gedreht. Ist auch schon auch hochgeladen. Das ist schon oben, aber ich kann den nicht öffnen. Wie geht's dem Jungen? Dem Jungen geht's gut, Leute. Leider gibt es immer wieder Hacker. Ich weiß, es wohnst. Ups. Was sagt der Mehdi? Freunde, ach, Mehdi sagt schon. Hallo, siehst du, der ist doch online. Wünscht euch einen schönen Nachmittag. Ja, der Busfahrerkollege ist auch da. Der nennt sich ja der Herr Busfahrer. Auch ein netter Kollege. Der ist auch gerade online. Der hat hier auf TikTok auch ganz viele Erfolge. Ja, auf TikTok bin ich sehr, sehr wenig, Leute. Obwohl, wenn ich immer online bin, habe ich dann auch immer jede Menge Likes und jede Menge Zuschauer und so. Aber hier TikTok-Plattform, wie gesagt, weiß ich nicht. Jetzt habe ich 2022, wer hat mir das denn gemacht? So, was haben wir noch? Der Hort lädt ein. Eine Jenny. Jenny will hier rein. Mach du welchen Jenny? Hallo Jenny, und wer bist du? Bist du nur ein Bild? Hallo? Die guckt nur. Seht ihr die auch, Leute? Ach, jetzt bewegt auch noch ihre Wimpern und Augen und so. Bist du auch Busfahrerin und fährst du gerne mit dem Bus? Keine Ahnung, wer das ist. Ja, wenn ich reden will, warum bist du da gegangen? Der Hut hat zu einem Match. Okay, dann tue ich dich mal wieder weg. Leute, wisst ihr, was das ist? Ist die echt? Ist die live? Ist das eine Puppe? Die lacht. Weißt du nicht, wer du bist? Doch. Und du bist auch nicht auf meiner Dingsliste. Jenny Mo. Nee, MG, keine Ahnung. Okay, halt mal die Leute nicht auf, wollen auch welche einfach nur so stehen und mir zugucken oder so. Wünsche dir trotzdem ein schönes 2022. Hi, ciao. Ah, sie hat Danke gesagt, glaube ich. Drückst du mich weg oder soll ich dich wegdrücken? Okay, dann mache ich das. Wie geht das überhaupt? Wie bringe ich die weg? Wo muss ich bei ihr denn draufdrücken? Hey, wo Du muss ich musst bei auf diese drei Zeichen gehen. Guck mal, da unten ist so ein Endlichkeitszeichen in Grau hinterlegt. Da drückst du drauf, dann kommt Trennen, dann kommst du raus. Ist kein Problem. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast, Mehmet. Nee, ich teste die Leute, wie lange die drin bleiben, wenn man nichts sagt. Das ist Ach so. kurios. Normale Menschen schmeißen einen sofort raus, was auch sinnvoll ist. Aber so Bekloppte, die bleiben teilweise eine Stunde drin und dann reden die mit dir die ganze Zeit. Also ich wünsche dir auch ein schönes neues Jahr und deinen Followern natürlich auch. Und bleib gesund. Ciao. Ja. Oh, ja, da hat mich jemand getestet. Auch nicht schlecht, oder? Okay, noch jemand? Macht doch Spaß, mit jemandem hier so Dings zu machen. Bekloppt, was hat sie gesagt? Bekloppte Leute bleiben lange dran. Ich kenne die noch nicht mal da. Sagt die, ich bin bekloppt oder was? Okay, weiter geht's. Hat ein Live-Video geteilt. Okay. Na? Gut. Hallo Und Angelo, wer bist du? aus Riesa. Wo? Aus Riesa. Resa, ist das in Norddeutschland oder wo ist das? Das ist in, glaube in Sachsen.
Essen Ah, kann wieder was ich Neues. schmeißen. Ah, wie geht's dir? Soweit gut. Ja, hattest du eine Frage oder wolltest du einfach nur mal hier live? Mal so. Okay. Wie war dein 2022? Bist du da gut reingekommen? Eigentlich soweit, ja. Schön, das freut mich. Hast du noch Aber was zu, hast du noch eine Frage oder irgendwie etwas? Oder vielleicht sind noch welche, die was fragen wollen? Oder wolltest du einfach mal nur gucken, was ich hier mache? bei uns geht jetzt die 3G-Regeln Bus und Zug. Oh, das geht mir auf den Sack. Hast du was mit dem Bus auch zu tun oder bist du nur Fahrgast? Ich fahre mit dem Bus jeden Tag. Jeden Tag. Und ist es dir eigentlich als Fahrgast gerade, habe ich nämlich diese Fragen gehabt, egal mit welchem Bus du dann fährst oder ist das okay? Hauptsache, du kommst von A nach B. Ich komme von A und von B. Wenn ich jetzt mal unterwegs bin, bin ich mal in der Stadt einkaufen. Ja, aber die Frage war, ist das egal, ob dein Mercedes kommt, ein Solaris oder ein MAN, oder ist dir wichtig, oh, es muss unbedingt ein Scania kommen oder so? Bei uns fahren alle Busse, einer aus Solar fährt einer. Du verstehst meine Frage nicht, ob dir persönlich es egal ist, welcher Bus kommt, oder? Hauptsache, es kommt ein Bus. Ich müsste, glaube, das kann ich dir gleich sagen. Es kommt die A2, A1, die D und die C, die 433 und die 432 kommt noch. Und die 450. Alles klar, die kenne ich alle nicht, aber okay, da ist noch einer, der möchte auch was fragen. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, ciao. No, ciao. Jo. So, noch jemand? Gar nicht verstanden, glaube ich, Leute. Ich frage die ganze Zeit was anderes. Er erzählt mir was ganz anderes. Noch jemand? Das macht doch Spaß, Leute. Ne, will keiner mehr. Wenn noch jemand so spontan wie das eine Mädchen da möchte, Jenny, was weiß ich was, kann gerne machen. Wir haben noch 5 Minuten, dann gehe ich off. Fährst du auch Linienbus in Kamen, Unna und Bergkamen? Ja, Shukran, da fahre ich auch. Ich fahre überall. Oh, jetzt kommt ein Finanzbeamter. Okay, gucken wir. Hi. Merhaba, Oh, Türkçe'de konuşuyorsun. Mehmet abi, Almanca'da biliyor musun? nasılsın? Ya, tabii ki ne. Biliyorum, Almanca konuşalım çünkü die ganze Community ist auf Deutsch, reden wir tabii. am Ah, besten. okay, kein Problem. Der Ja. Busfahrer Mehmet. Ja, genau, Ach du Busfahrer bin Scheiße, ich. das bist du. Das bin Mit dir, ich. mit dem, mit dem, mit den Nüssen. Ja, nicht mit meinen Nüssen, sondern waren die Nüsse von der Oma. Ja, ich weiß, aber der war gut. Ich hab dir, hast du Lust auf ein Match? Einfach so nebenbei? Ach, nebenbei, hier steht zustimmen. Soll ich da drauf drücken oder was ist denn Ja, dann? da musst Was du passiert draufdrücken. da? Jetzt haben wir so ein Match. Also, wir können quatschen und nebenbei können die Community untereinander so Ja. liken und Like geben. Erstens steigt deine Like-Rate, zweitens deine Sicht. Also, Okay. wirst mehr auf For You gezeigt. Und das ist Ich einfach so bin. untereinander Wettkampf. Guck, die haben schon alle geliked. Hast du Also gesagt, boah, warst du ich richtig? bin. Boah. Auf TikTok bin ich hier Anfänger. Ne, auf TikTok mache ich nur, wie gesagt, so aus Werbezwecke und auf YouTube, da habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung, obwohl ich da jetzt ja Scheiße gebaut habe. Ich komme nicht mehr Wie? auf. Ja, ich bin gehackt worden. Ne, man hat mich, meine ganzen Kanäle sind abgeschlossen. Ich komme nicht mehr in meine eigenen Kanäle rein. Hast du noch Hast du nicht dich an mitbekommen? Support gewendet? Läuft schon alles. Morgen kriege ich vielleicht den Schlüssel wieder. Der Typ, der hat zum Glück keine Videos oder so gelöscht. Der hat nur seinen Namen und ein Live gemacht, irgendwelche Bitcoin-Geschichten. Der ist 24 Stunden live gegangen mit meinem Account. Ne? Aber jetzt habe ich den Support und so, irgendwie haben wir das geschafft, den auch abzuschließen. Er hat jetzt keine Macht mehr drüber, aber ich auch nicht. Sonst wäre ich ja heute auf YouTube. Aber schön, dass du dich mal hier gemeldet hast. Hast du auch irgendwas mit Bus zu tun oder war das jetzt nur zufällig? Zufällig. Also ich habe was mit LKWs zu tun eigentlich. Okay, ist auch gut. Ich bin ich meine Ausbildung als Speditionskaufmann. Ja. Ich habe da meinen LKW-Fahrer und meinen LKW und so. Ich habe es dann zufällig gesehen. Ja.
Ich sag, du kennst den doch irgendwoher. Auf einmal gucke Ja. ich, nein, das ist doch der Mehmet Ja, çok sağ Abi. ol. Ich danke dir. Aus Türkei, wo kommst du denn aus Türkei her? Aus Kırşehir und Aksaray. Kırşehir, Aksaray Und bei du? Mittler. Gaziantep. Aus Gaziantep. Oh, das ist schön da. Das ist sehr schön, Antep. Schön lecker essen. Darum meine ich das ja so schön. Fleisch und Baklava und so. Einen. Lecker, lecker. Und jetzt war Künefe, habe ich für Kochkanal. Ich habe ja vier Kanäle. Ich habe auch noch einen Oh. Kochkanal. Habe ich Künefe, Kadaif und so gemacht. Ne? Sollten die Leute heute eigentlich sehen können. Ja, ich bin gehackt worden. Ich kann das nicht freigeben. Ja. Ja, schön. Also jetzt schauen meine Zuschauer und deine Zuschauer, die gucken das sich gleichzeitig an, oder was? Genau, aber ich habe nicht so viel Zuschauer, ich habe nur zwei drinne. Du Ja. hast ja bei 15.300 Follower, ich habe nur 1.070 um den Dreh. Ich bin noch neu hier, ich bin seit 2 Monaten ungefähr Ich hier bin dabei. im Monat vielleicht auch nur einmal, wenn was Neues kommt hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel hier meinen neuen Kalender hier so gemacht, ne, hier mit unseren Bussen und so. Ich habe ja auch noch Online-Shops und das benutze ich dann den TikTok-Plattform im Teil für so Werbezwecke und sowas. Und jetzt wollte ich Und die aber Community. bist du Arbeiter da oder ist es deine eigene? Nein, ich bin nur Busfahrer. Ich bin selber Busfahrer. Ne, und ich habe einen Online-Shop, Fanshop. Und da habe ich hier so Fanartikel hier, so wie diese Tasse hier zum Beispiel. Guck mal hier auch hier mit meinem Nein. Logo drauf. Busfahrschule, sowas alles. Ne, das vermarkte ich dann noch so nebenbei. Aber alles privat. Ne? Leute, folgt Mehmet Abi, der ist echt cool. Ich habe seine Videos auch angesehen, liked seine Videos, kommentiert. Das ist echt cool, der Mehmet Abi. Das dauert eine Sekunde, zack, auf Plus und das ist schon gefolgt. Macht das. Ja, Dann genau. könnt ihr das machen. Ich hoffe mal, dass wir alles wieder kriegen und dass die Community noch weiter dran bleibt. Die jetzt abgesprungen sind, die kommen sehr wahrscheinlich dann auch alle wieder. Schön, dass du dabei warst und hat mich gefreut. Wie war dein Name nochmal? Sinan. Sinan, oder? Genau, Sinan. Ich Du habe hier bist nur aber gerade ganz am Anfang gesehen, Finanzbeamter. Sehr gut. Finanzamt heißt ich, ja. Ich habe einfach so Finanzamt, einfach so, weil ich wollte nicht einfach Sinan reintun, das wäre zu langweilig, ne? Ja, Und Finanzamt, dann da kriegt wollte ich man wieder Döner. erstmal Respekt. Ich sage, oh, Finanzamt. Ja. Und dann wollte ich Dönermann, aber Ja. der war vergeben, darum habe ich jetzt Finanzamt, der ging. Schön. Und diese Match laufen so ab, guck, da oben ist ein Zeiger, Ja. ne? Und der muss jetzt zu Ende gehen. Und wenn es zu Ende ist, dann siehst du auch, da steht gewonnen und Ding. Und die Leute machen das so, die machen so Live-Mates. Ich habe Okay. einfach so gemacht. Normalerweise machen die immer so mit Bestrafung, wer gewinnt. Und dann spenden die und dann. Das ist so wettkampfmäßig. Also, wie Beispielsweise gesagt, habe ich ich. letztens gesehen, einer, der verliert, musste ein Ei auf den Kopf schlagen. Ach Und du der andere musste Scheiße. rohe Zwiebeln essen und die haben so Wettkämpfe gemacht. Das ist schon Aha. witzig. Das alles weiß Und ich hier du? gar nicht. Also, wenn Nee, das da bekommst Powerland du. weg ist, dann bist du auch weg, oder wie? Nee, also wenn die Zeit weg ist, dann der Gewinner ist ein Gewinner und der andere muss dann einfach so Also, bei mir jetzt steht hier, du hast jetzt 61 gewonnen. und bei dir 0. Was hat das zu bedeuten? Jetzt 64? Du pro Like, die dir ein Spieler gibt, Ja. einen Zuschauer gibt, hast du 3 Punkte. Also heißt, ich guck mal, hier der Mehdi hat dir 6 Geschenke gegeben, 6 Punkte geschenkt. So, wenn du auf Mengti, das ist der mit den Nüssen, das ist der Junge, Ach so, der das ist mitgespielt der. hat. Wenn du auf die Namen draufklickst, guck mal, da oben sind so Kreise unten, weil Ja. das ist unten links. Wenn du da Ja. draufklickst, dann kannst du gucken, wer dir was gegeben hat. Ah. Also wenn du dich bei denen so bedanken willst, manche haben dir auch Geschenke geschickt, sehe ich so, wie Ja. beispielsweise Ja. der Mehdi, Sebastian und so weiter. Der Dankeschön, lässt sich Leute. einfach Danke, leisten. danke, danke. Okay, da steht jetzt auch schon Win. Der freut sich so ein Smiley da und bei dir leider, du bist am Weinen da. Ja, weil ich keine Zuschauer habe. Wie gesagt, Leute, geht auf seine Seite, liked, kommentiert, folgt dem. Bei Umgekehrt würde es mich Finanzamt natürlich auch auch weiter. freuen. Finanzamt ist auch ein netter Mensch, habt ihr gesehen. Der hat mit mir hier so ein Match gemacht, leider verloren, obwohl ich nichts dafür konnte, auch dass ich gewonnen habe. Woher kommst du nochmal her, Abe? Gaziantep. Na, ich meine hier aus Deutschland. Ach so, hier aus, jetzt im Moment bin ich in Aalen und Dortmunder Raum, sagen wir mal so. NRW. Ich komme aus Dortmund, darum. Ach, Dortmund sogar. Na, siehst du. Vielleicht fährst du irgendwann Ja. mit dem Bus mit. Ja, da sage ich, ah, Mehmet, nein, Mehmet Abi. Ich habe kein Genau. Ticket mit, aber Mehmet, mach so, Mehmet Abi.
Nein, okay. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir was. Bleib gesund. Alles Gute fürs neue Jahr. Für dich auch alles Gute. Danke. Dann wünsche ich Danke. dir was. Ne? Mach's gut. Ja, Okay, dann ciao. ciao. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das hier beende, alles hier. Kann ich gar nicht. Kannst du das beenden? Wie geht Ja, das hier? ich beende das, aber ich sage ganz links unten, da Ja. sind so zwei Ringe. Wenn du da Habe ich draufklickst gesehen, ja. und auf Trennen, dann bist du auch weg. Alles klar, ich danke. Ciao. Mach's gut, ciao. So Leute, da bin ich wieder alleine. Ey, das war doch mal was mit jemandem zusammen. Zwei aus der Nähe, ja. Und ihr konntet auch alles miterleben. 43 sind sogar noch da. 41 habe ich auch noch nie gehabt. Hier so Matches und sowas. Match hat man ja eigentlich immer mit so einem Mädchen und so, aber jetzt habe ich mal ein Match mit so einem Typ gehabt. Okay. Haben wir noch was, Leute? Oder will noch jemand irgendwie so. Mal gucken, wer ist das hier? 3G, irgendwas mit 3G. Hallo. Hi. Hi, ich bin die Janita. Genita, okay. Ja, mein Mann ist Busfahrer vom Beruf Ach, seit was du das wo 15. gerade geschrieben hat. Ich bin. Genau, das bin ich. Das bin ich. Ja, Okay. bei der RVS Südwestbus. Da sind wir einfach Südwest. schon, genau, bei der Deutschen Bahn. Auch bei der Deutschen Bahn. Auch bei der Deutschen Bahn, genau. Und das macht es halt. Gerade kam nämlich die Frage, wie viel verdienen Busfahrer und sowas alles. Ich denke mal, Deutsche Bahn, ist der glücklich? Du brauchst mir jetzt keine Summe nennen oder ist er auch Nee, trotzdem aber noch am das ist schon, ja. Also wie gesagt, Wenig es ist noch, ne? gering. Gering. Also so Ja. viel verdient man ja nicht. Also es geht, kann man mal so sagen. Ja, Deutsche Bahn und so, das sind ja alles so staatliche, nicht so Privatunternehmen, so wo ich jetzt zum Beispiel bin. Da muss man eben halt überlegen, wie das ist. Ja, Was man natürlich. macht. Und du möchtest kein Busfahrerin werden? Ich wollte aber viele Kollegen von meinem Mann sagen, komm, mach Busführerschein. Und ich sage, Genau. nee. Ich mag zwar, ich war früher Busfahrer, also ich war Fan von Bus. Also ich war total vernarrt. Und ein Okay. Kollege, der auch Mehmet heißt, der hat auch einen TikTok und der ist auch Ja. Busfahrer. Okay. Und also der ist, also wie gesagt, es macht zwar Spaß, ich bin öfters mit meinem Mann unterwegs. Also ich gucke ja und tue öfters beobachten, wie das so ist. Ja. Aber mein Fall ist es nicht. Also bei uns Fahrgäste sind, naja, nicht so Schön. der Wahn. Hattest du auch eine konkrete Frage oder so an mich, oder willst du auch einmal nur gucken, was ich hier so Ja, ich mache? wollte mal fragen, weil ich dich von YouTube kenne. Also von, Ja. dann wieder, okay, jetzt klicke ich mal ein. Und es hat mich schon ein bisschen interessiert, also deine Fragen und Ja. so. Also das war richtig Schön. toll. Auch die Busse, wo du gezeigt hast. Aber Das fand ich schön. das hast du ja auch mitbekommen, dass ich jetzt ja gehackt wurde, dass ich jetzt keinen Zugriff mehr auf meine Dings habe. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Hoffen wir mal, dass ich morgen wieder alles zurückbekomme, wenn YouTube sich nochmal bei mir Ja, meldet. Sonst wäre das das echt hoffen zu wir auf schade. jeden Fall. Ja. Ja. Danke, dass du dabei warst. Ich sehe gerade, da ist noch jemand. Geben wir denen auch mal eine Alles Chance, vielleicht klar. so zu werden. Okay. Schönen Gruß an deinen Mann und Mache alles ich. Gute. Alles klar. Tschüss. Ciao, mach's gut. So, ciao, ciao. Ciao, ciao. So Leute, siehst du, das war nochmal ein vernünftiger, jemand hat was gefragt. Ne? Sowas kann man, dann macht mir das ja auch Spaß, anstatt ihr tippt das da ein und ich kann das nicht lesen, dann rutscht ihr wieder hoch und so. Wenn jemand vernünftig eine Frage oder so haben will, möchte, der kann mich dann eben halt nochmal. Meine Schwester hat, was war mit Schüttlern, was war ihre Schwester? Umgeschult auf Busfahrer. Ja, Schüttlern, deine Schwester, die kenne ich immer noch nicht. Du sagst zwar, die fährt bei VKU. Letztens bin ich mit einer Kollegin mitgefahren. Ich weiß nicht, ob sie das war. Ich wollte die auch nicht ansprechen oder so. Ich weiß echt nicht, wer deine Schwester ist. So, noch jemand? Oder keine mehr Gäste hinzufügen? Nein, ist im Moment keiner da. Okay, dann machen wir mal. Deine Zeit läuft. Ja, genau, meine Zeit läuft. 5 Minuten habe ich noch. Schüpplan lacht sich kaputt. Ja, was soll ich machen? Ich kenne die nicht. Denk an deinen Termin. Ja, mein Termin. Ich habe noch 4 Minuten, Leute. Ich kann mich nicht von euch trennen. Was soll ich machen? 35 Leute, das ist schon gut. Ich gucke ja drauf, dass noch jemand eine vernünftige Frage hat oder so. Aber keiner will.
Vielleicht will der Mächtige ja was sagen, aber der schämt sich. Fährst du noch den Setra-Reisebus? Nein, Setra-Bus, das ist nicht mein fester Bus gewesen. Den fahr ich zeig sie dir mal demnächst. Das ist sehr gut. Ich habe ja den Volvo als festen Bus, aber der Setra, die sind jetzt alle abgemeldet. Nur der Setra-Doppelstock und mein Volvo sind noch zugelassen. Was ist dein Lieblingsbus? Das kam schon so oft, der C1, der Wagen 13. Okay, Leute, ich glaube, wir machen Ende. Wir müssen mal irgendwann mal zum Schluss kommen. Denn jede Wurst hat ein Ende. Ne, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die hat eben halt vorne und hinten ein Ende. Ne? Der Fahrschulbus auch abgemeldet. Ja, der ist auch abgemeldet. Alles sind abgemeldet. Wo ist dieser Kind, mit dem du Videos gemacht hast? Der ist auch hier, der treibt sich hier rum. Hast du gerade nicht gesehen? Mac die SA. So, einen habe ich noch. Emre. Mal gucken, hoffentlich einen vernünftigen. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du? Wer bist du? Hallo. Bist du noch Ich da? habe 16, komm, ist das noch? Bist du noch Ja, da? hi. Ja. Du willst auch ein Match haben, was für ein. Oh, jetzt ist er schon wieder weg. Okay, er ist wieder weg. Der hat auch nur seine Augenbrauen gezeigt und so. Okay, Leute, wir machen Ende. Ich habe noch, wie gesagt, ich muss sehen, dass ich meine Kanäle wieder bekomme, dass ich meinen PC sauber habe. War schön mit euch. Wo ist der kleine Junge? Habe ich doch gerade schon gesagt, der ist hier irgendwo. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mir gute Dinge gewünscht habt, dass ich meinen YouTube-Kanal und so alles wiederbekomme. Wenn es soweit ist, dann melde ich mich auf jeden Fall wieder und erzähle da auch nochmal, wie das alles passiert ist, damit ihr auch nicht den Fehler macht, den ich auch gemacht habe. Ja? Okay, Leute, bis dann. Macht's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bleibt ihr alle auch gesund. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut in 2022 und danke für die ganzen Rosen, Blumen und was ihr mir noch alles so geschenkt habt. Ich muss mal sehen, wo ich die entgegennehmen kann, die ganzen Geschenke. Also Leute, bis dann, euer Memedoi. Ciao Leute.